Nein, wirklich wesentlich war ich nur bei der Gründung vom Trend. Mhm. Dann hat sich der Ostsee entschlossen, das Profil zu gründen. Ich habe es für etwas verfrüht gehalten, solange Trend nicht völlig kommerziell gesichert war. Habe ich gesagt, ich werde mich nicht beteiligen, aber sollte Profil aus politischen Gründen in Schwierigkeiten zu kommen, so stelle ich voll dahinter, auch hinter allen Redakteuren und garantiere ihnen das Gehalt. Tatsächlich ist diese Krise gekommen und ich bin in die Redaktion gegangen und habe gesagt, ich garantiere ihnen mit meinem ganzen Vermögen, dass sie ihre Gehälter bekommen. Dadurch ist das Profil gerettet worden. Mhm. Aber bei der Gründung habe ich nichts zu tun gehabt. Mhm. Wie haben Sie dann überhaupt diese Zeitschrift verfolgt, politisch? Also ich oder? Lese sie bis heute, in den ganzen 50 Jahren habe ich sie fast immer gelesen, kriege sie Gott sei Dank nicht in Prag, zwar mit Verspätung, aber immerhin. Nein, ich finde es immer noch eine interessante Zeitschrift. Manchmal ist sie viel zu, sagen wir, in festgelegten Gleisen gefahren. Sie ist natürlich mehr links gerichtet, aber ich wäre froh, wenn sie sich auch wesentlichen Fragen der österreichischen Wirtschaft, der österreichischen Zukunft widmen würde. Kampf gegen den Narzissmus ist richtig und bedauerlicherweise auch heute noch in Österreich manchmal notwendig, aber es ist nicht der Abendfülle. Da sollte mehr Raum heute den aktuellen Problemen des unbewältigten Rentenreform, der unbewältigten Bildungssituation in Österreich, wo wir wirklich zurückgeblieben sind, etc. Es gibt viel aktuellere Probleme, mit denen sich das Profil auseinandersetzen müsste. Es ist etwas in der Zeit stecken geblieben. Ich möchte, dass sich das Profil mit den zukünftigen und tatsächlich sehr aktuellen Problemen Österreichs beschäftigen wird.